Wenn viele meinen, dass wir in einer Zeitenwende leben, so mag dies richtig sein. Gab es aber nicht immer Zeitenwenden? Etwa in und nach der Französischen Revolution und Napoleon oder nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg und die Schandverträge der Pariser Vororte, die sicherlich für unsere Groß- und Urgroßeltern mehr als eine Zeitenwende darstellten. Ein jahrhundertealtes Vielvölkerreich war mit einem Federstrich Geschichte, ohne alle Volksabstimmungen, weder was die Zugehörigkeit der Menschen zu den neuen Staaten betraf, noch was die Staatsform als solches betraf. Die einzelnen Bevölkerungsgruppen wurden nicht gefragt, zu welchem Nachfolgestaat sie gehören wollten. Ich denke da besonders an Südtirol, an die Ungarn in Rumänien, aber auch die Sudetendeutschen und Böhmen und Mähren. Dabei war es bemerkenswert, wie lange die K&K-Armee zusammengehalten hat und was sie de facto geleistet hat. In Österreich-Ungarn, aber das verschwunden war, gab es auch keine sogenannten Kriegsmarketing, was zum Beispiel in Deutschland recht gut funktionierte. Die Legende, dass die K&K-Armee da und dort nicht so gut gewesen wäre wie der deutsche Bündnispartner, ist ebenso falsch, wie es falsch ist, dass die ausgezeichnete deutsche Armee alles richtig gemacht hätte. Denn einer der Hauptgründe für die Länge und letztendlich den Verlust des Krieges war, dass der Schlieffenplan Richtung Frankreich nicht funktionierte, weil Teile der deutschen Armee nicht konzentriert auf Paris, sondern statt Ost-West, Nord-Süd gegangen sind, was es den Franzosen erlaubte, sich zu regenerieren. Dies alles, meine Damen und Herren, mag Geschichte ohne viel Bedeutung für heute sein, aber wir sollten uns doch immer vor Augen führen, dass der Erste Weltkrieg die Urkatastrophe Europas und dessen Friedensschlüsse nicht konstruktiv, wie etwa die des Wiener Kongresses, sondern revanchistisch waren. Die Verlierer sollten vernichtet werden, die Gewinner alles erhalten. Logischerweise entwickelte sich stärker als je zuvor in der Geschichte in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts der Nationalismus, der letztlich in einen noch viel größeren Krieg mündete. In beiden Kriegen, vor allem aber im Zweiten Weltkrieg, waren vor allem auch die Zivilbevölkerung Opfer, was bis 1914 eher seltener war. Vielleicht mit Ausnahme des Dreißigjährigen Kriegs. Es war daher eine logische Frage, dass sich 1952 die Montanunion, die supranationale Gemeinschaft für Eisen und Stahl, gebildet hatte, die von vernünftigen christlichen Staatsmännern, es wurde Schumann genannt, es wurde Monet genannt, es sollte aber auch de Gaulle und Adenauer genannt werden, gegründet wurde. Große Staatsmänner gibt es heute nicht mehr. Ausgenommen waren vielleicht Helmut Schmidt in Deutschland und Bruno Kreisky, dessen Partei ich niemals angehört hatte oder angehören würde, in Österreich. Sie waren große Staatsmänner. Gab es im 19. Jahrhundert noch Metternich und Bismarck, die den Kontinent beherrschten, ist es heute der Moloch Brüssel, der wie der Krake alles regulieren will und beeinflussen. Man möge mir ersparen, die einzelnen, teilweise kriminellen und korrupten Erscheinungen, die von Brüssel ausgehen, näher zu definieren. Fakt ist, dass ein großer Teil des Westens Europas, vor allem Deutschland und Frankreich, alles das, was Nation,
Heimat, Christentum betrifft, negiert, um stattdessen ein schwammiges Gebilde supranationaler Einflussmöglichkeiten zu schaffen. Christentum ist kein wichtiges Element in Europa mehr. Stattdessen beschäftigt man sich mit dem unsäglichen Genderismus, mit LGBTQ als Staatsziel und mit einer breiten Toleranz gegenüber jenen Immigranten, deren Identität vor allem der Koran weniger gottesbezogen als vielmehr als politisches System von der Scharia bis zur Aggression gegen alles, was christlich, traditionell, ja schlechthin gegen die Seele unserer mitteleuropäischen Länder gerichtet ist. Im Kampf um die Selbstständigkeit christlicher Völker sind leider auch Teile der Kirche keine wirklichen Partner. Viele von uns waren begeisterte Europäer, weil wir meinten, die EU sei für Frieden in Europa und würde vor allem die vier großen Freiheiten, freier Personenverkehr, freier Warenverkehr, freier Dienstleistungsverkehr und freier Geldverkehr stützen. Gerade in der Corona-Krise hat sich aber gezeigt, dass dies in keiner Weise der Fall ist. Und noch mehr, die EU unterstützt die grenzenlose Immigration von Menschen, die nicht mit der Dankbarkeit von Gästen unsere Länder bereichern, sondern im Gegenteil unsere demokratischen Systeme zerstören wollen. Im Konflikt zwischen der Ukraine und Russland nahm man einseitig Partei und scheute sich nicht, Milliarden Gelder der Mitgliedstaaten der EU in die Ukraine, einem der korruptesten Staaten der Welt, zu schicken. Ohne jede Befragung der Bevölkerungen der Mitgliedsländer, ob die denn auch so wollten. Im Gegenteil, man schloss sich mehr oder minder kritiklos den USA an, die nichts anderes wollen, als Russland zu zerstören oder zumindest dramatisch zu schwächen. Auch hier wieder sollten Milliarden an Waffenlieferungen dazu dienen, auch den letzten ukrainischen Soldaten zu eliminieren. Statt alles zu tun, um Frieden zu schaffen, folgt man dem Schauspieler Zelensky, dessen rechtliche Position unserer Meinung nach mehr als zweifelhaft ist. Man möge mich bitte nicht falsch verstehen. Wir lehnen jeden Krieg, auch den ukrainischen, zur Gänze ab. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass jeder Krieg, übrigens auch, um das einzufügen, der jetzige in Israel, eine Vorgeschichte hat. Und die Vorgeschichte des Ukraine-Krieges ist meiner Meinung nach der Betrug an Russland. Putin wollte zu Beginn der 2000er Jahre mit seinem Programm einer Zollfreizone zwischen Lissabon und Wladiwostok eng mit dem Westen kooperieren. Seine Vorschläge fanden beim Deutschen Bundestag stehende Zustimmung. Aber dies alles war seitens des Westens nur Camouflage. Die USA wollten Russland schwächen und gleichzeitig verhindern, dass vor allem Deutschland und Russland und natürlich auch die EU langfristiger Partner unseres größten Nachbarn im Osten würden. Die unsägliche Frau aus der SED, Frau Merkel, hatte es in langer Regierungstätigkeit geschafft, Deutschland in ein sozialistisches Fahrwasser unter dem Protext CDU-Vorsitzende zu sein, zu bringen und gleichzeitig Russland zu täuschen. Das zweite Minsker Abkommen sah klar vor, dass die Ukraine neutralisiert werden und überwiegend russisch bewohnten Enklaven im Osten autonom sein sollten. Ein vernünftiger Plan, den Putin unterstützte, der doch, wie Frau Merkel erst jüngst zynisch sagte, in Wirklichkeit gar nicht hätte umgesetzt werden sollen. Ein glatter völkerrechtlicher Betrug.
Wenn wir nun unsere Heimatländer, ich denke da nicht nur an mein Land, sondern vor allem auch die Ungarn, die Tschechische Republik und möglicherweise in Zukunft auch Kroatien, Slowenien, die Slowakei, aber auch Bulgarien und Rumänien, durchaus auch Regionen in Oberitalien oder in Süddeutschland und vor allem auch dem Westbalkan, nicht dem Verfall, ja, ich würde sogar sagen, der Zerstörung unseres kulturellen Lebenssystems preisgeben wollen, müssen wir agieren. Aus der EU auszutreten wäre aufgrund vieler rechtlicher und finanzieller Erwägungen derzeit wohl nicht der richtige Weg, so reizvoll er für viele wäre. Nein, wir müssen innerhalb der EU eine stark vernetzte Gruppe mitteleuropäischer Länder bilden, die gegen das Dominat von Frankreich Deutschland, denn Deutschland ist inzwischen ein politisch failed state geworden, in der EU vertreten ist. Wir haben noch 5 Minuten, 3 Minuten, okay. Danke, Herr Professor. Wir arbeiten schon seit längerer Zeit an diesem Projekt, aber es ist unendlich schwer umzusetzen. Was nicht heißt, dass man nicht alles versuchen muss, dieses doch zu tun. Beispielsweise ist die EU-Hörigkeit in Österreich immer noch sehr groß, wobei erfreulicherweise die nationalkonservative christliche FPÖ hier versucht, gegenzusteuern. Aber auch Italien, das zunehmend mehr Gelder von der EU, übrigens vertragswidrig, will, hat bedauerlicherweise auch unter der derzeitigen Ministerpräsidentin Meloni eher enttäuscht. Wir müssen daher, so meine ich, den einzigen Patrioten Viktor Orban in jeder Weise unterstützen. Es ist sehr erfreulich, dass Böhmen und Mähren im Rahmen der Tschechischen Republik ein Kernteil Europas, ein konsolidiertes Mitteleuropa will. Wir haben mit größter Dankbarkeit festzustellen, dass dieser zweite Kongress ein ganz wesentliches Momentum dafür ist. Der Teufel aber liegt im Detail, denn alles hängt davon ab, wie in den mitteleuropäischen Ländern intern die Politik agiert. Es wird daher ein starkes Apparat bedürfen, damit das Projekt Mitteleuropa in den einzelnen Staaten wirklich glaubhaft, konstruktiv und zukunftsorientiert implementiert werden kann. Einfach so, weil wir das alle so wollen und wünschen, wird das nicht geschehen. Wir brauchen daher in unseren Ländern politisch wirklich wirksame Gruppen, die die mitteleuropäische Idee vertreten. Wir schlagen daher vor, hier und jetzt einen Ausschuss von je einem Vertreter jedes Landes zu gründen, der von Zeit zu Zeit zusammenkommt und den Fortgang unseres Projektes mit allen geeigneten Mitteln fördern. Völlig unbürokratisch, aber stark und deutlich. Es geht nicht eine Reaktivierung von Österreich-Ungarn oder ich würde sogar sagen von Ungarn-Österreich, sondern es geht um handfeste, handwerklich solide Politik, die nur jene machen können, die im politischen Apparat entsprechende Funktionen haben. Dies zu unterstützen, ist unsere Aufgabe. Unsere Devise muss sein, mit aller Kraft für Mitteleuropa. Ich danke Ihnen. Danke sehr, Herr Präsident.